Hallo und herzlich willkommen auf lorena.de. Schauen wir uns nun eine weitere Aufgabe aus dem Bereich Extremwertprobleme an. Und zwar haben wir eine Brücke, wo oben drüber eine Straße führt und hier unten drunter ein Tunnel durchgehen soll. Und hier drin sollten wir schauen, dass wir einen LKW unten drunter durchfahren lassen können. Und zwar, wir wissen, dass diese Kuppel des Tunnels gerade die Form einer nach unten geöffneten Parabel hat, nämlich 5 minus x². Und die Frage ist natürlich, wie wählen wir hier die Breite und die Höhe des LKWs, dass er gerade noch durchpasst und maximale Transportmenge, also maximales Volumen transportieren kann. Nun, schauen wir uns mal an, dieser Punkt hier zum Beispiel. Was für Koordinaten hätte der, wenn wir jetzt diese Breite hier unten als x eingeben würden? Nun, dann wäre gerade f von x der y-Wert, das heißt, diese Koordinate wäre x und f von x. Weil das liegt ja auf der Funktion. Das heißt, die komplette Breite des LKWs ist gerade x plus auf der anderen Seite nochmal x, das ist ja gerade so eine symmetrische Funktion. Das heißt, unsere Zielfunktion, wenn wir annehmen, dieser LKW ist rechteckig, dass wir gerade diese Querschnittsfläche des LKWs darstellen können als x plus x, also 2x als Breite, mal die Höhe, und die Höhe ist gerade der Funktionswert an der Stelle x, also f von x. Also mal f von x. Hierbei vernachlässigen wir, dass natürlich der LKW erst ab einer gewissen Höhe beladen werden kann, also unten unter dem Unterboden noch ein Hohlraum sein muss, die Reifen noch Platz haben müssen. Das vernachlässigen wir erstmal. Unter dieser Voraussetzung hätten wir dann hier als Zielfunktion 2x mal 5 minus x². Das ausmultipliziert wäre 10x minus 2x hoch 3. Das leiten wir ab. Wir wollen ja eine möglichst große Querschnittsfläche haben, die ja dem möglichst großen Verladevolumen entspricht, da wir eine quaderförmige Verladefläche oder Verladevolumen haben. Das heißt, wir haben in dem Fall a' von x, also abgeleitet. 10x abgeleitet ist 10. Und 2x hoch 3 abgeleitet, also hier wäre dann minus 6x². Das müssen wir gleich 0 setzen. Und dann schauen wir, was wir rausbekommen. Wenn wir das hier auf die andere Seite bringen, steht dann da 10 gleich 6x². Teilen wir noch durch 6. Dann steht dann da 10 Sechstel ist gleich x². Und dann wären x die Lösungen, wenn wir dann die Wurzel ziehen, plus minus Wurzel 10 Sechstel, das kann man im Taschenrechner ausrechnen, das ist plus minus etwa 1,29. Das heißt, unser Kandidat für eine möglichst große Verladefläche wäre gerade hier der x-Wert 1,29. Das kommt ja recht gut hin, wenn wir hier mal sehen, 1, 2, ein bisschen mehr als 1, das kommt ziemlich gut hin. Natürlich müssen wir jetzt noch überprüfen, und zwar mit Hilfe der zweiten Ableitung, ob es sich wirklich um einen Hochpunkt dieser Flächenfunktion handelt. Das heißt, ich setze die zweite Ableitung, die ich erstmal bestimmen muss, das nochmal abgeleitet, 10 abgeleitet fällt weg, minus 6x² abgeleitet ist minus 12x. Und nun setze ich die 1,29 ein, weil wir uns interessiert erstmal nur diese Stelle rechts davon, wo wir eine positive Breite haben. Das heißt, minus 12 mal 1,29, das ist auf jeden Fall kleiner 0. Und damit ist klar, wir haben hier auf jeden Fall einen Hochpunkt. Genau das, was wir wollten. Jetzt wissen wir also, die Breite des LKWs muss 1,29 mal 2 sein. Also also 1,29 mal 2, das sind 2,58 Einheiten Meter. Wenn wir hier schon als 5 Meter hohe Kuppel davon ausgegangen sind, das heißt, der LKW muss in dem Fall 2,58 Meter breit sein. Jetzt könnte es natürlich auch noch die Höhe interessieren dieses LKWs, also gerade f von x.
von 1,29. Wenn wir das einsetzen, hätten wir dann gerade 5. Minus 1,29 ins Quadrat, das ist gerade der 10 Sechstel. Oder wenn man es kürzt, 5 Drittel. Das ist 3,3 Meter. Das heißt, in diesem Fall hätte der LKW eine Höhe von 3,33 Meter. Jetzt könnte sich auch noch die Verladefläche, diese Querschnittsfläche interessieren. Die entspricht gerade unserer Flächenfunktion an der Stelle 1,29. Also a von 1,29. Das wir einsetzen, 10 mal 1,29. Minus 2 mal 1,29 hoch 3. Das ausrechnen bekommen wir gerade 8,6 Quadratmeter. Das entspricht die Fläche hier gerade 8,6 Quadratmeter. Nun, jetzt kann man sich natürlich noch überlegen, was passiert, wenn wir eben nicht diesen Unterboden vernachlässigen, das heißt, wenn wir die Reifen und die Höhe noch dazu rechnen. Das heißt, wenn wir uns vorstellen, dass wir hier noch etwas Platz haben, den wir nicht als Verladefläche benutzen können. Stellen wir uns einfach mal vor, das wären 60 cm, also 0,6 Meter. Was wäre dann unsere Funktion? Unsere Flächenfunktion würde dann gerade entsprechen a von x. Naja, 2x bleibt als Breite der Verladefläche und als Höhe, aber nicht bei f von x, sondern f von x minus diese 60 cm. Also mal f von x minus 0,6. Wenn wir das ausrechnen, dann bekommen wir gerade, ich setze f von x hier einfach 5 minus x² ein, 8,8 x minus 2x und 3. Das wäre unsere neue Zielfunktion. Wenn wir die ableiten, wäre 8,8 minus 6x². Wenn wir das gleich 0 setzen, die Schritte gehen genau gleich wie beim anderen, bekämen wir dann die Lösung x gleich plus minus 1,21. Wir sehen also, es hat sich um 8 cm hier geändert, dadurch, dass wir diese Fläche noch berücksichtigt haben. Dazu können wir jetzt noch ausrechnen, wie groß die Höhe gewesen wäre. Also zweite Ableitung lasse ich hier sein, weil es genau gleich wie hier. Die Breite wäre also 2 mal 1,21, das wären 2,42 m. Die Höhe, nun, da muss ich halt wieder einsetzen. Das wäre dann 5 Meter minus 8,8 durch 6, was ich hier rausbekommen hätte. Das würde dann gerade 3,53 Meter entsprechen. Also der komplette LKW mit diesem Unterboden hätte eine Höhe von 3,53 Meter. Und die Fläche, die rauskommen würde, wir könnten dann hier ausrechnen, die belagbare Fläche, belagbare Querschnittsfläche, würde dann gerade 7,1 Quadratmeter entsprechen. Wenn ihr das ausrechnen wollt, könnt ihr es mal überprüfen, aber das sollte stimmen. Schaut doch auf der Homepage www.lurella.de vorbei, besucht uns bei Facebook. Dankeschön.